Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuerscheinungen für den Juni für euch und oh mein Gott, das Jahr ist schon wieder fast zur Hälfte rum, was ist hier los? Ich finde das mal so mega heftig, ey. Naja, auf jeden Fall soll es heute um die Neuerscheinungen für den Juni gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich muss sagen, dass es im Juni mit den Neuerscheinungen noch nicht ganz so schlimm wird, denn im Juni kommt jetzt noch nicht so viel raus, was mich persönlich angesprochen hat, aber Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, das wird heftig, Leute. Ich sage es euch, das Lux Verlagsprogramm ist rausgekommen diese Woche und ich habe gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Hallo Verlag, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht so viele gute Bücher in 6 Monaten rausbringen. Das geht nicht. Wie soll ich das alles bezahlen? Ja, auf jeden Fall hat der Lux Verlag mich die Woche echt gekillt mit den Neuerscheinungen. Und ich fand das ja mal so mega heftig, was da alles rauskommt. Und ich möchte, glaube ich, aus dieser Verlagsvorschau so gut wie, also es gibt auch so 2, 3 Ausnahmen, aber so, ansonsten möchte ich so gut wie jedes Buch gerne aus dieser Verlagsvorschau haben. Was ich ziemlich blöd finde, weil das ziemlich teuer wird. Naja, egal. Soll ja heute nicht um die Lux Verlagsvorschau gehen, sondern um die Neuerscheinungen für den Juni. Wollt ihr generell vielleicht mal so eine Verlagsvorschau haben? Jetzt nicht unbedingt auch nur vom Lux Verlag, sondern das machen ja die anderen Verlage auch, dass sie so eine Vorschau rausbringen. Und ich sag mal, wir Blogger sind da ja eigentlich schon immer dran und gucken, dass wir auf den neuesten Stand bleiben, was jetzt so ein normaler Leser jetzt nicht unbedingt macht, würde ich sagen. Also, falls ihr nochmal ein Video so in die Richtung haben wollt, so zur Verlagsvorschau, dann schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mit den Neuerscheinungen für den Juni. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Auch der Mond wirft Schatten. Dieses Buch erscheint am 1.6. Hier hat mich die Autorin angeschrieben und gefragt, ob ich das Buch mitlesen möchte. Aber ich muss sagen, mich persönlich hat es jetzt nicht hundertprozentig angesprochen. Aber ich dachte, es könnte euch vielleicht interessieren, denn es klang jetzt nicht schlecht. Und deswegen lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Als Teenager hat man es nicht leicht. Mena ist genervt von den Mitschülern, den Lehrern und von ihrer Mutter sowieso. Als jedoch in das Haus neben ihnen eine neue Familie einzieht, wird sie völlig aus der Bahn geworfen. Ben, der Sohn des neuen Nachbarn, übt eine große Anziehungskraft auf Mena aus, obwohl sie schnell ahnt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Außerdem plagen sie plötzlich Nacht für Nacht Albträume, die immer mehr Energie rauben, bis sie eines Nachts ins Bodenlose fällt. Als ihr endlich klar wird, dass sie zum Opfer eines uralten Dämonenwesens geworden ist, beginnt der Wettlauf mit der Zeit. Wird es ihr gelingen, sich aus den Fängen des Dämons zu befreien? Und welche Rolle spielt der attraktive Ben in dieser gefährlichen Lage? Ich muss sagen, das Buch klingt echt interessant, aber mich hat es im Moment nicht angesprochen, aber ich bin momentan auch wieder eher so auf meinem New Adult-Trip. Es ist Sommer, es ist schönes Wetter und irgendwie habe ich da voll Bock, immer New Adult zu lesen. Deswegen ist es im Moment nicht so mein Buch, aber ich dachte, den einen oder anderen von euch könnte es auf jeden Fall mit interessieren. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch und Auch der Mond wirft Schatten einfach einmal mit. Das zweite Buch, was ich rausgesucht habe, erscheint am 4. Juni und heißt 13 ist mein Glücksbringer. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Auch hier fand ich, das klang ganz interessant und ja, ihr seht es ja hier, wie das Cover aussieht. Ich finde auch das Cover richtig schön. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Alice glaubt nicht an Glück. Dazu ist in ihrem Leben schon viel zu viel Schlimmes passiert. Dennoch schenkt sie ihrem besten Freund Teddy, in den sie heimlich verliebt ist, zum Geburtstag einen Lottoschein. Und das Unglaubliche tritt ein. Teddy knackt den 140-Millionen-Jackpot. Was zuerst wie die Erfüllung aller Träume erscheint, verändert alles zwischen ihnen. Teddy droht durch den plötzlichen Geldregen abzuheben und ist nicht mehr der, dem Alice ihr Herz geschenkt hat. Bedeutet das unverhoffte Glück im Spiel für sie Pech in der Liebe? Und ich muss sagen, ich finde, das klingt ganz, ganz interessant und ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Jennifer E. Smith ist ja eigentlich auch eine relativ bekannte Autorin. Also ich denke, dem einen oder anderen dürfte es von euch auf jeden Fall ein Begriff sein, die Autorin. Und ja, deswegen habe ich mir 13 ist mein Glücksbringer auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Das dritte Buch, was ich mit aufgeschrieben habe, ist Never Loved Before und erscheint am 11.06. Und ich muss heute immer hier hin und her swischen, weil ich diesmal meine Leseliste für Juni auf dem Handy habe und nicht auf dem Zettel wie sonst. Deswegen muss ich immer hin und her wischen. Also entschuldigt die Wischerei heute. Aber ja, also Never Loved Before erscheint am 11.06. und ich finde auch, dass sich das sehr interessant angehört hat. Und ich habe das Buch auch beim Verlag angefragt. Mal gucken, ob ich es bekomme. Und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ich habe mein Leben für sie riskiert, darf mich aber nicht zu erkennen geben. Vor langer Zeit, als ich 15 und eine komplett andere Person war, habe ich einem Mädchen das Leben gerettet. Ich habe nur ein paar Stunden mit ihr verbracht, aber irgendwie entstand eine Verbindung. Und seitdem war ich nicht mehr derselbe. Niemand versteht, was wir durchgemacht haben. Niemand weiß, was es bedeutet, wir zu sein. Wir haben überlebt, aber ich fühle mich nicht, als ob ich richtig leben würde. Bis jetzt. 8 Jahre später habe ich sie gefunden. Ich will, dass sie zu mir gehört. Aber sie wird mich für immer hassen, wenn sie herausfindet, wer ich wirklich bin.
Und ich finde, das Buch klingt richtig spannend. Wie gesagt, ich habe es mit angefragt. Mal gucken, ob ich es bekommen werde. Wenn nicht, werde ich es mir mal irgendwie noch mitkaufen. Aber ich fand, das klang einfach ganz, ganz toll. Machen wir dann weiter mit dem 19.06. Und da erscheint dann Cat und Cole, die letzte Generation. Das ist ein Jugendroman und er ist, glaube ich, so ein bisschen dystopisch angehaucht. Und ich weiß, dass Niki dieses Buch auf jeden Fall lesen wird. Ich bin schon gespannt, was sie dazu sagt. Und zwar geht es in diesem Buch um Folgendes. 1 Milliarde leben am Abgrund. 2 Menschen, die sie retten können. Ein Geheimnis versteckt in ihrer DNA. Krankheiten, Schönheitsmakel, körperliche Einschränkungen von der Erde gelöscht. Mensch und Technik sind verschmolzen. Jeder trägt ein Panel in sich, das den eigenen Körper perfektioniert. Fast. Eine mörderische Seuche ist ausgebrochen und nur eine einzige Person auf der Welt ist fähig, den Impfstoff zu entschlüsseln. Katharina Agatha, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen in Englisch ausspricht. Katharina Agatha, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Katharina. Und gemeinsam mit Cole, dessen Körper gentechnisch verändert wurde, kommt die geniale Hackerin Cat einer Wahrheit näher, die grausamer ist als jedes tödliche Virus. Und ich finde, das klingt eigentlich auch ganz cool. Wie gesagt, ich glaube, Niki wird es auf jeden Fall mitlesen. Deswegen bin ich schon gespannt, wie sie das Buch findet und was sie da so zu berichten hat. Und ja, wie gesagt, erscheint am 19. Juni Cat und Cole, die letzte Generation. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass am 22. Juni der 5. Teil von Throne of Glass kommt. Ich glaube, ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ich möchte diese Reihe irgendwann mal weiterlesen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wird jetzt, glaube ich, nicht in nächster Zeit sein. Also ich muss mir den 4. Teil dann erstmal noch kaufen. Den muss ich dann erstmal durchstehen und dann gucke ich mal, ob ich mich an den 5. noch rantraue. Auf jeden Fall, der 5. erscheint am 22.06. Und ich wollte es an dieser Stelle nochmal mit erwähnt haben. Inhaltsangabe werde ich hier keine geben, weil es sonst ein fetter Spoiler wäre für alle, die diese Reihe nicht kennen. Aber nur für euch zur Info. Throne of Glass Teil 5, 22. Juni. Seid gespannt. Machen wir weiter mit dem 24. Juni und zwar erscheint dort Sturmtochter von Bianca Iosiboni. Und auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Wenn die Wellen tosen, Blitze, Wind, Erde und Feuer aufbegehren, wenn eine uralte Fehde sich neu entfacht und jeder Kuss einen Wirbelsturm herbeiruft, dann ist die Zeit der Sturmkrieger gekommen. Seit jeher herrschen 5 mächtige Clans, die die Elemente beeinflussen können, über Schottland und seine Inseln. Von alledem ahnt die 17-jährige Ava nichts, obwohl sie Nacht für Nacht Jagd auf Elementare macht, die Kreaturen, die ihre Mutter getötet haben. An ihrer Seite kämpft der geheimnisvolle, aber unwiderstehliche Lance. Sie kennt jede seiner Bewegungen, seiner Narben, den Blick aus seinen tiefbraunen Augen. Doch dann entdeckt Ava, dass sie die Gabe besitzt, das Wasser zu beherrschen. Und plötzlich werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt, sobald sie und Lance sich näher kommen. Sturmtochter ist ein Jugendroman wieder von der lieben Bianca und wie gesagt, erscheint am 24. Juni. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich kann ja immer zu den Büchern eigentlich nichts weiter sagen, weil ich habe sie ja noch nicht gelesen. Haha. Das nächste Buch erscheint am 27. Juni und heißt Children of Blood and Bone. Das Cover ist das gleiche wie im Englischen, was mich ein bisschen irritiert hat, ehe ich das dann hier gefunden hatte. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in Children of Blood and Bone geht. Sie töteten meine Mutter. Sie raubten uns die Magie. Sie zwangen uns in den Staub. Jetzt erheben wir uns. Jetzt muss ich hier gucken, wie man diesen Namen ausspricht. Sallys, ich habe keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Ich sage es einfach mal, Sallys Welt war einst voller Magie. Flammentänzer spielten mit dem Feuer, Geistwandler schufen schillernde Träume und Seelenfänger wie Sallys Mutter wachten über Leben und Tod. Bis zu der Nacht, als ihre Kräfte versiegten und der machthungrige König von Orisha jeden einzelnen Magier töten ließ. Die Blutnacht beraubte Sally ihrer Mutter und nahm einem ganzen Volk die Hoffnung. Jetzt hat Sally eine einzige Chance, die Magie nach Orisha zurückzuholen. Ihre Mission führt sie über dunkle Pfade, wo rachdurstige Geister lauern und glühende Wüsten, die ihr alles abverlangen. Dabei muss sie ihren Feinden immer einen Schritt voraus sein, besonders dem Kronprinzen, der mit allen Mitteln verhindern will, dass die Magie je wieder zurückkehrt. Und ich finde, das klingt auch nach einer ganz interessanten Jugendgeschichte und deswegen habe ich mir Children of Blood and Bone einfach mal mit aufgeschrieben. Ist der Auftakt eine Reihe, wie sollte es auch anders sein? Und ja, erscheint dann, wie gesagt, am 27. Juni. War doch jetzt der 27. Ja, genau, war der 27. Juni. Dann machen wir auch gleich weiter mit dem 28. Juni. Da erscheint im Carlsen Verlag ein Buch und zwar heißt das Clean. Clean beschäftigt sich mit dem Drogenentzug von Jugendlichen und ich finde, das klang eigentlich auch ganz interessant. Ich finde solche Thematiken bei Jugendbüchern ja immer gut, wenn sowas aufgegriffen wird, aber das muss richtig erzählt werden. Deswegen ist es ja immer so ein zweischneidiges Schwert bei so Jugendbüchern, aber ich finde, das klang einfach hier bei diesem Buch ganz, ganz toll. Und ich lese euch mal vor, worum es in Clean geht. Lexi ist reich, cool, ein It-Girl und heroinsüchtig. Nach einer Überdosis landet sie in der Clarity-Klinik.
Ihr Entzug ist hart, die Therapie schier unerträglich. Vor allem die Treffen mit den Mitinsassen. Aufputschmittel-Junkie Saif, Transmädchen Kendall, geil mit der Zwangsneurose, Bulimikerin Ruby, Ex-Kinderstar Brady. Doch ausgerechnet diese fünf werden zu echten Freunden. Und Brady vielleicht mehr. Lexi öffnet sich vorsichtig, beginnt ihr zerstörerisches Leben zu hinterfragen. Aber ist ein anderer Weg überhaupt möglich? Und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, ich finde solche Thematiken in Jugendbüchern immer ganz, ganz gut. Aber es muss halt richtig umgesetzt werden. Und ich habe mir Clean auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Wie gesagt, erscheint dann am... Jetzt muss ich nochmal zurückblättern. Wann war es jetzt? Am 29. Nein, am 28. Juni. Oh mein Gott. Jedes Buch an einem anderen Tag. Die letzten zwei Bücher, die ich euch zeigen möchte, erscheinen beide am 29. Juni. Juhu, ich muss mir kein Datum mehr merken. Und ja, sind beides zwei New Adult bzw. erotische Liebesromane. Und das erste Buch heißt, jetzt muss ich wieder zurückblättern, verdammt, ich habe den Titel vergessen. Ha, Wild Games in einer heißen Nacht. Das ist auch der erste Teil einer Reihe wieder, einer Roman, Liebesroman, New Adult, was auch immer Reihe. Und ich lese euch mal auch vor, worum es in Wild Games geht. Undercover bei einer Reality-Show mitmachen oder den Job verlieren. Journalistin Abby hat die Qual der Wahl. Zähneknirschend erklärt sie sich bereit, beim Fernsehen hinter den Kulissen zu recherchieren. Kurz darauf findet sie sich in einem knappen Bikini auf einer einsamen Insel wieder, umgeben von lauter durchgeknallten Kandidaten. Einer davon ist besonders nervig. Der arrogante Dean droht Abby in den Wahnsinn zu treiben. Spätestens, als er sie vor laufender Kamera heiß küsst. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz nett, so ein bisschen... hier, wie heißt diese Show, die gerade im Fernsehen läuft? Bachelor Meets Paradise oder so ein Scheiß. Ich finde, so ein bisschen hört sich das auch an. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Wild Games, wie gesagt, am 29. Juni. Und das letzte Buch erscheint ebenfalls am 29. Juni und ist der zweite Teil der Ivy Years Reihe. Und das ist, glaube ich, Was wir verbergen. Oh Gott, wie hieß denn jetzt der zweite Teil? Jetzt muss ich wieder zurückblättern. Tata, wenn man sich nicht merken kann, genau. Was wir verbergen, heißt der zweite Teil. Im zweiten Teil zu den Ivy Years geht es um Folgendes. Direkt bei ihrer ersten Begegnung am Harkness College spüren Scarlett Crowley und Bridger McCauley die starke Anziehung, die zwischen ihnen herrscht. Jeder Blick, jede flüchtige Berührung lässt ihre Herzen höher schlagen. Und es fällt ihnen immer schwerer, einander zu widerstehen. Dabei haben Scarlett und Bridger gute Gründe, sich dem anderen nicht vollkommen zu öffnen. Denn sie verbergen beide ein Geheimnis, das nicht nur ihr bisheriges Leben am College, sondern vor allem auch ihre gemeinsame Zukunft zerstören könnte. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Ich muss ja ehrlich sagen, Bevor wir fallen, hat mich ja jetzt nicht so 100% überzeugen können. Also es war eine gute, solide Edit-Geschichte, aber hat mir jetzt nicht so gut gefallen persönlich wie die Vermont-Reihe. Was auch irgendwie verständlich ist, denn die Ivy Years-Reihe wurde vor der Vermont-Reihe geschrieben. Deswegen ist das auch eigentlich okay, wenn das Buch jetzt für mich ein bisschen schwächer ist. Aber ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt. Ich finde, das hört sich ganz, ganz toll an. Und ich lasse mich da jetzt einfach mal überraschen, wie der zweite Teil wird. Ansonsten war es das jetzt auch mit den Neuerscheinungen. Wie immer ein bisschen ein chaotisches Video, entschuldigt. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Außer wenn ihr noch interessante Neuerscheinungen für den Juni habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.